Also, dann starte ich jetzt. Und ich werde mich bei gewissen gewissen Intros oder sonst was werde ich mich muten, damit ihr das auch dann alles mitbekommt. Also, viel Spaß uns allen. Das ist wirklich ein, also ich freue mich drauf. Viel Spaß. Okay. The Town of Light beruht auf einer wahren Begebenheit und einer weitreichenden Dokumentation über Geisteskranke und ihr Leben in Nervenheilanstalten zu Beginn des 20. Jahrhunderts bis zur Schließung dieser Anstalten. Der Inhalt dieses Spiels könnte jugendbeeinträchtigend sein, daher ist es ausschließlich für Erwachsene geeignet. Alle handelnden Personen und ihre Namen sind frei erfunden. Jegliche Ähnlichkeit mit lebenden oder realen Personen wäre rein zufällig. In diesem Spiel sind die der Vergangenheit angehörigen psychiatrischen Einrichtungen Italiens zum Zweck der Dramatisierung künstlerisch frei dargestellt. Dazu kann ich sagen, es wurde diese Anstalt relativ realitätstreu nachempfunden. Nur das dazu. Wir weisen darauf hin, dass die heutigen psychiatrischen Einrichtungen diesem Bild auf keinerlei Weise entsprechen. Wer glaubt, an einer psychischen Beeinträchtigung zu leiden, der sollte bedenkenlos um fachärztliche Hilfe bitten. Was ist passiert? Was ist das für ein Ort? Vielleicht bin ich tot. Ich sehe kein Licht. Vielleicht bin ich tot. Ich kann nicht aufstehen. Was geht hier vor? Was geschieht mit mir? Hier ist niemand, aber ich höre noch Geräusche. Gott, mein Kopf tut so weh. Ich schaffe es nicht, die Augen offen zu halten. Die Realität wird immer dünner und ich habe keine Haut. Jeder Windhauch schmerzt entsetzlich. Beruht auf einer wahren Begebenheit. Okay. Jetzt laufe ich hier rum. Öffnen, schließen. Okay. Also ich denke mal, dass ich jetzt zum Tor muss. Ich weiß auch nicht mal alles jetzt vom. Alles klar. Präsentiert The Town of Light. Es gibt übrigens teilweise, habe ich so gesehen zumindest, ab und zu ein paar Lags oder sonst was. Ich hoffe, das wird mir hier nicht so widerfahren. Das ist, ich weiß es jetzt nicht mehr. Ist das jetzt, glaube ich, die Heilanstalt hier? Dieser Ort, die Zeit, die Erinnerung. Okay, das haben wir vorhin schon. Das ist das, was sie gerade gesagt hat. Alles klar.
Machen wir es ein bisschen schnell. Kann ich das vielleicht einstellen noch? Das ist besser. Okay, jetzt muss ich, glaube ich, hier rein. Das Einzige, an das ich mich klar erinnern kann, ist Charlotte, meine Puppe. Okay, jetzt müssen wir also wahrscheinlich die Puppe finden. Ich glaube, ich weiß auch, wo ich sie finde. Aber ich schaue mich erstmal um, weil ich mir auch nicht mehr ganz sicher bin, was ich hier machen sollte. Nee, Moment, Moment. Ich glaube, da ist sie da. Hört man eigentlich den In-Game-Sound gut und mich auch? Wenn ich so ein bisschen ruhiger rede? Okay, Taschenlampe mit F. Ich glaube, hier geht's nicht weiter, oder? Lass uns Charlotte finden. Sie ist allein im Dunkeln. Oh, da haben wir sie schon. Mama kümmerte sich um Charlotte. Sie hatte sie immer zugedeckt, umarmt und gestreichelt. Sie war sehr zärtlich und liebevoll. Charlotte ist nie was Böses passiert und ich habe mich gewundert. Ich konnte das nicht verstehen. Anfangs hatte ich fast Angst, Furcht davor, dass sie mir wehtut. Ich habe immer auf den Augenblick gewartet, an dem Mama sie verlassen würde. Denn ich verdiente es nicht zu leben. War es nicht wert, geliebt zu werden. Okay, also jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal die Charlotte. Die Puppe. Es ist kalt, es ist dunkel. Jetzt friert sie, sie wird krank werden. Wir können uns um sie kümmern. Das ist nicht verboten. Genau, also dieses... Charlotte ist brav. Dieses, es ist nicht verboten. Hört man mich gut? So, einfach mal, um das zu wissen, hört man mich gut? Und hört man auch den Sound gut? Hört man die Stimmen hier im Spiel gut? Okay, ich muss vielleicht doch ein bisschen runterschalten. Machen wir mal auf hoch. Oh, Neustart haben wir. Oh, okay, dann machen wir so weiter. Wird schon passen. Ah ja, hier. Diese Lampen könnten eine gute Wärmequelle sein. Aber Charlotte hat es hier unbequem. Sie wird sich nicht wohlfühlen. Okay, ich weiß jetzt nicht, wo ich jetzt die Lampen anmachen kann. Ah, ich muss erstmal unten, glaube ich, den Strom einschalten. Ich glaube, hier ist der Stromkasten, oder? Nee, Moment. Da. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall schon mal Strom. Hier ist es bequem für Charlotte. Aber es ist kalt.
Nein, das geht nicht. Es ist zu kalt hier. Nicht zittern. Die Kälte geht gleich vorbei, Charlotte. Sie geht vorbei. Ja, ich weiß, es select ein bisschen. Moment, ich schau mal gerade, ob ich es gerade schnell mal eben ein bisschen. Mach ich mal auf Mittel, oder? Mittel reicht aus. Schattenabstand. Speichern. Gucken wir mal. Was wird. Also, wie gesagt, das Spiel ist an sich sowieso ein bisschen laggy. Ist es jetzt vielleicht ein bisschen besser? Jetzt müssen wir nur noch die Tür aufmachen. Ne? Nein, das wollte ich nicht. Genau. Wir haben ja gerade oben das Licht jetzt eigentlich angemacht. Hoffentlich. Ja, wir wollen ja hochfahren, ne? Ach so, ich muss oben drücken. Dann schauen wir jetzt mal, ob das Licht an ist. Wo war denn das? Okay, also diese Lags jetzt gerade, die ihr seht, das ist ganz normal. Das ist halt das Spiel bedingt einfach. War das hier? Ja, ne? Ja, ich glaube. Ja, genau. Hast du gesehen? Die Kälte lässt nach. Das Licht, die Wärme. Wir dürfen es tun, die Kälte lässt nach, das ist nicht verboten. Jetzt können wir in die Abteilung, in der alles angefangen hat. Okay, wir müssen in die Abteilung, wo alles angefangen hat. H mit Hilfe. In der Beobachtungsabteilung im Erdgeschoss hat alles angefangen. Okay, also ins Erdgeschoss wieder zurück. Huch. So, ich glaube, dort müsste die Teilung sein. Okay. Okay, was ist hier los?